herzlich willkommen zurück zu Let's Random Sport. So, ich habe jetzt einen neuen Monitor, also ich sehe ein bisschen mehr als vorher und huste direkt mal ins Mikrofon und warte, dass es losgeht. Ja. Ja, mein Mikrofon lässt langsam nach, ich brauche wohl bald ein neues. Muss ich mal schauen, ob ich fürs Dragoon nur so einen Stöpsel kriege. Also den kann man ja rausziehen, aber das ist halt scheinbar kaputt. Aber naja, was soll's. So, wo waren wir stehen geblieben? Lass uns mal schauen. Wir haben hier alles Mögliche erobert. Man kommt ja nicht an diese anderen Dinger ran, ne? Das Geile ist ja, hier ist ja sonst nichts mehr auf meiner Insel. Und durchs Wasser fahren kann ich ja nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, wie ich jetzt am besten, an dem ich einfach hier rüberfahre und irgendwas kaputt mache. Bin ja auch umzingelt von Wasser. Holt euch erstmal dit, was ist hier hinten? Irgendwelche komischen Viecher. Dann eigentlich alles egal. So, dann können wir doch mal hier uns langsam mal mit dem Baumodus hier auseinandersetzen, nicht? Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Was? Nein, helfen wir beide. Nein. Ja. Danke, wie sich selber. Haus. Unterhaltung. Fabrik. Was ist das? Ein Geschützturm. Ich glaube, die Bevölkerung und die Fahrzeuge übergangen. Wir bauen mal ein Haus. Das ist ja natürlich das Nachteilige, du musst die Dinger ja erst basteln. Was nehmen wir denn als Basis? Ich finde das hier ganz nett. Erstmal ein Stück höher, dann ein Stück breiter. Es muss ja nicht so ein Riesenteil sein. So, dann haben wir hier so ein kleines rundes oben drauf am besten. So. Niemals, sieht blöder aus. Dann machen wir das irgendwie anders, keine Ahnung. Das wäre auch gegangen, ja. Das sieht doch witzig aus für ein Haus. Ein Stückchen kleiner das ganze Ding. Ja, lassen wir so. Gut, dann machen wir Tür rein. Dann nehmen wir hier so eine Druckschleuse, oder? Nee. Bisschen kleiner das Ganze. Dann kann ich sogar noch ein paar Glotzluken reinhauen und fertig ist die Sache schon. So in etwa. Zack. Dann, was ist das hier? Lichter. Nö. Gab's hier nicht mal so ein... Die sind das nicht. Ist es das ganze Zeug hier? Gab doch mal so Fackeln und so ein Kram. Oder so Flaggen. Oder gab es das nur bei dem ein Gebäude da? Was ist das hier? So. Anmalen das Teil und fertig. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Dadurch, dass es halt kein Dach hat, ist es ziemlich cool. Ja, Mann, das sieht geil aus. Es ist ein Haus eben, ne? So, ich habe die Auflösung ein Stück zu hoch gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm.
So, das stellen wir jetzt. Plupp. Dreh dich mal ein Stückchen. So. So, erledigt. Was ist das hier unten für Zeug? Seine neue Unterhaltung erhöht die Zufriedenheit, was ich für so Zufriedenheit. Unterhaltungsgebäude. Unterhaltungsgebäude. Da habe ich eine Idee. So. Aber draußen ist wieder liebliche Musik im Gange. Oh, ernsthaft. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass die Leute sowas hören, aber ganz ehrlich, das würde mich verrückt machen, glaube ich. So, guck mal, es sieht doch gar nicht mal so scheiße aus, oder? Oh, das steht ein bisschen über. So, das passt schon. Wir bleiben ja nicht ewig in dieser Phase. Ne, das sieht komisch aus. Nur weg damit. Verschwinde. So. Nee, irgendwas Geileres. Gebissmarkise. Was willst du mit so einem Ding, wenn du eigentlich keinen Eingang hast? Festungsflair. Ja, das kannst du dann so drüber tapen und. Ist das? Ach, das ist das Unterhaltungszeug. Ah, da kannst du dich also im Grunde ganz einen Fernseher dran kleben und so. Dann habe ich die Idee. Mache ich doch hier glatt, tatsächlich, wie ich das sagte. An jedem Teil so ein Fernseher dran. Propaganda-Fernseher, weißt du? So. Auch noch. Und hier so. Und ganz oben, da kommt ein großer dran. Achso, das ist bloß mit. Oh, das ist ja blöd. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das die originale Größe ist. So. Fernseher überall. Dann haben wir. Wir haben so viel Zeug. Scheinwerfer dazwischen. So. Irgendwas muss oben rauf. Irgendwas. Ja, ich glaube, das ist eine geile. Ups, eine geile Idee. Warte mal, kleiner. Was ist das hier? Achso, du machst so Puff-Puff. Interessiert nicht. Du qualmst und du machst Seifenblasengenerator. So, das ist das Entertainment-Gebäude. Der Puffinator. Klapp.
Nein, ich muss das Ding nochmal bearbeiten. Ich habe keine Farbe dran gemacht. Idiot, Idiot. Ja, das soll schon technisch aussehen, so ein bisschen wie die Häuser eben. Plunk. So, das. Dann hätte ich gerne noch eine Fabrik. Dann habe ich erstmal von jedem Gebäude eins. Das ist auch schon mal was. Was nehmen wir da für eine Basis? Das sieht ein bisschen, na, sieht es nicht. Sowas. Machen wir das mal so. 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 Locked in place. In etwa so. Und jetzt gucke ich mal, ob das, was jetzt vorab möglich ist. Ich brauche bloß ein gutes Design. Gucken, ob ich denn nicht das jetzt hier drauf lege. Ganz flach mache. Und ausweite, ob das geht, wie ich das vorhab. So, und dann halt noch länger in die Richtung. Das müsste ja fast hinhauen. Ein Stück zurück. Ein Stück mehr. In etwa so. Heieiei, das wird ein komisches Teil. Ich sag's euch. Was ist das hier? Hexenkessel. Eigentlich will ich gar nicht mehr so ein Ding draufstellen. Die auf jeden Fall erstmal ranmache, sind futuristische Türen überall. Alter, sind die riesig. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe ja nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das Geld ist da unten. Bauhaus. Materialien, Geld. Ah, doch, haut hin. So, das sind die Eingänge. Dann müsste ich eigentlich oben drauf noch was anderes draufstellen. Das ist bloß die Frage, was? Vielleicht so. Ja, ist gar nicht so verkehrt, ja? So, und dann kann ich halt hier wieder irgendwelche Fenster reinhauen und so Kram. Fenster, was sieht denn hier gut aus? Eigentlich sehen die alle ein bisschen blöd aus, ja. Bolzenluke. Gut, was ist das hier? Das ist dann das Mechanische an der ganzen Geschichte. Cool. Nee. Ah, hier so eine Art Blasebalg. Nee. Was machst du? Ah, Pumpen. So dreht sich, wa? Coole Sache. Da habe ich ja jetzt eine Spielerei. Was machst du denn Schönes? Beweg dich mal.
So. Das sieht doch mal nach was aus hier, Mann. Guck mal. Das sind sozusagen die Luftablässe. Was seht hier? Oh, ugh. Große Rülpser. Nee, was ist das hier? Das ist auch so ein Gedrehgedöns hier, ne? So. Der gibt auf der Rückseite. Wow, ist das riesig. Nee, das ist ein bisschen zu groß. Tut mir ja. Oh nein. Oh, okay. Das wäre was geworden jetzt. Eine Schiffsschraube ist ein bisschen doll groß. Das ärgert mich natürlich ein kleines Stück weit. Dann machen wir das ganz einfach. Dann machen wir das. Eins hier dran. Eins hier dran. Das ist sozusagen die Luftzufuhr und oben kommt die verbrauchte Scheiße raus. So, dann brauchen wir noch was für hinten. Das da hier, was machst du? Puffen und pulsieren. Puffen und pulsieren, machen wir nochmal eins dran. Dann haben wir auch gleich keine Matz mehr hier. Gut, dann bemalen wir das ganze Teil und fertig ist. So, meine neue Fabrik. Steampunk irgendwas, ja, Steampunk irgendwas ist geboren, nicht geboren. Gib mir das Steampunk irgendwas. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Also blau bedeutet das Einkommen. Wäre mir das Ding fast so rum lieber, war dann kann ich doch hier. Nicht doch. Kann ich hier das Einkommen steigern. Mann, gib mir mein Gebäude wieder. Dann müssen wir das so lassen, passt schon. In etwa so. Baue und kaufe ein Wasserfahrzeug. Stellung, Kauf. Stadt, kleiner, gelber, also. Landfahrzeug. Nein! Oh. Wie kann ich denn jetzt ein neues Fahrzeug bauen? Ach, hier unter Fahrzeuge. Ich kann auch Blumen und so einen Kram hinstellen. Wow. Das ist ja cool gemacht. Ist das hier? Irgendwelche Musik. Ich kann sogar die nochmal neu bearbeiten. Ein Outfit. Nee, ich brauche ein neues Fahrzeug und zwar militärisch Wasser. Nutze einen Wasserfahrzeug. Ich kann es noch nicht bauen oder was? Okay, das verstehe ich zwar nicht, aber okay. So, wo sind denn meine lustigen? Na, die fahren ja hier oben noch. Also der Kontinent gehört schon mal mir. So viel steht fest.
Die haben eine komische Art, das einzunehmen, ja.